Das Pokémon-Universum ist riesig, aber dennoch sind uns zum heutigen Zeitpunkt offiziell 720 Pokémon und viele verschiedene Regionen bekannt. Jedoch gibt es in der großen, weiten Welt der Pokémon einige Dinge, von denen ihr nicht den leisesten Schimmer habt. Und damit heiße ich, Hisomania, euch herzlich willkommen zu 10 Pokémon-Fakten, die ihr nicht wisst. Natürlich kann es vorkommen, dass der ein oder andere von euch ein oder mehrere Fakten bereits kennt. Falls dies der Fall ist, schreibt mir doch in die Kommentare, wie viele und welche der folgenden Fakten ihr bereits wusstet. Diese Liste und dessen Reihenfolge basiert komplett auf meiner Meinung. Falls du mehr Fakten kennst, die andere auch wissen sollten, kannst du ebenfalls einen Kommentar hinterlassen. Mit 2,238 Sekunden besitzt Rosanna den längsten Ruf aller Pokémon. Als Pokémon Rot und Grün in Japan erschienen, wusste kaum einer von Mews Existenz. Selbst Nintendo wusste anfangs davon nichts. In einem Interview mit Game Freak hat Shigeki Morimoto dies bestätigt und gesagt, dass er Mew 2 Wochen bevor die Entwicklung der Spiele beendet war, erfunden und implementiert hat. In der ersten Generation war die Attacke Windstoß vom Typen Normal. In der ersten und dritten Generation befindet sich auf Route 10 eine Trainerin, die sich wünscht, dass es ein rosafarbenes Pokémon mit einem Blumenmuster gäbe. Diese Beschreibung passt perfekt zu dem Einhalt-Pokémon Somniam. Smogon und Smogmog sollten ursprünglich in der englischen Version die Namen Nü und La erhalten. Damit wollten die Entwickler auf New York und Los Angeles anspielen, die als besonders Smog-belastete Städte gelten. Wie einige von euch wissen, wurde Rocco in der 2. Staffel des Pokémon-Animes durch einen neuen Charakter namens Tracy ersetzt. In einem Interview sagte der damalige Pokémon-Anime-Regisseur und Storyboard-Zeichner, dass Pokémon immer globaler wurde und dass die Zuschauer außerhalb von Japan Rocco aufgrund seiner Augenform als ein rassistisches Stereotyp betrachten könnten. Deshalb wurde ein großer, weißer Charakter wie Tracy eingeführt, um auf der sicheren Seite zu bleiben. Nachdem man aber gemerkt hat, dass Rocco niemanden gestört hatte und keine Beschwerden eingingen, hat man Rocco zurückgeholt. Vor der 6. Generation konnte Azurill während der Entwicklung sein Geschlecht ändern. Das liegt daran, da es und seine Weiterentwicklung unterschiedlichste Geschlechtsraten haben. Azurill kann zu 75% weiblich und zu 25% männlich werden, wo Meryl hingegen zu 50% männlich und zu 50% weiblich werden kann. Also werden ca. 1/3 aller weiblichen Azurill nach der Entwicklung männlich. In der 3. Generation ist es möglich, dass Trasla während des Fang-Tutorials auf Route 102 besiegt wird. Dazu muss das Zigzags einen Angriffswert von 11 haben und das Trasla muss einen DV von 3 oder weniger auf KP und 9 oder weniger auf Verteidigung bekommen. Dazu benötigt Trasla ein Wesen, das die Verteidigung senkt. Das führt zu einem KP-Wert von 17 und einem Verteidigungswert von 6. Damit kann Zigzags mit dem ersten Tackle maximal 10 KP Schaden verursachen, mit dem zweiten, nachdem Trasla Heuler eingesetzt hat, 7 KP, was zusammen ausreicht, um das Trasla zu besiegen. Wassertempo ist die Fähigkeit, die die meisten Pokémon besitzen. Insgesamt können 39 Pokémon Wassertempo besitzen. Team Rocket ist eine Abkürzung für Raid on the City, Knockout, Evil Tusks, was so viel wie Überfall auf die Stadt, außer Gefechtsetzung, Reißzähne des Bösen bedeutet. Das war's mit den 10 Fakten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dies so ist, lasst doch eine Bewertung oder einen Kommentar da. Ich bedanke mich herzlichst fürs Zuschauen. Macht's gut und auf Wiedersehen.